Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall. Ja, im letzten Part sind wir hier endlich in Meteoros City angekommen. Und bevor wir in die Arena gehen, wollte ich Benny ablegen. Weil ich doch später sowieso ein anderes Wasser-Pokémon habe und da will ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, keine Zeit daran mit vergeuden, das Wingull zu trainieren. Die Idee kam mir gerade ganz spontan. Ach, unsere schöne Box. Ja. Bewegen. Weil ich habe sowieso die Befürchtung, dass das Wingull in der Arena wieder verrecken wird. Ich werde wahrscheinlich die Entscheidung bereuen, nachdem ich, wenn ich gegen den zweiten Arena-Leiter antreten werde. Aber das ist mir gerade ein bisschen Schnuppe. Wir werden den auch so schaffen, indem wir viel und fleißig trainieren. Das weiß ich. Jetzt wagen wir uns aber erstmal in diesen hier. Habe ich eigentlich schon jemanden Zerschneider beigebracht? Habe ich das überhaupt schon? Und wer kann Zerschneider? Okay, Zacha, gut. Sehr schön. Dann ab in die Arena mit uns. Blabla, wir sollen dich nicht unterschätzen. Ich weiß schon. Ihr seid die Besten. Mhm. Die ersten Trainer in der Arena. Genau. Mhm. So viel zu den Besten. Alles klar. Ein Teenager mit einem Kleinstein. Was kein Problem sein dürfte mit unserem super-duper tollen Mimo. Hallöchen. So, schauen wir mal. Ich würde sagen, erstmal setzen wir Kugelsaat ein. Weil wir gerade noch keine Kappe brauchen. Die brauchen wir erst später. Und zack, da ist das Kleinstein weg. Tja. So schnell geht's eben. Übrigens tut's mir leid, dass letzten Freitag keinen Part gab. Ich habe die ganze Woche über weder Kraft noch Zeit noch wirklich Lust gehabt aufzunehmen. Es war schrecklich. Ich war einfach, hing die ganze Zeit in den Zeilen. Das ist grauenhaft. Ein Infovideo kam, keine Ahnung, noch raus, also von dem her. So, guten Tag. Wenn du mich nicht besiegen kannst, hast du keine Chance gegen Felicia. Ja, das weiß ich schon. Wir sind hier mitten in einer Stadt, ne? Und? Ja, ja, du bist auch so. Bergsteiger oder sowas. Keine Ahnung. Mal schauen. Auf jeden Fall sind beide relativ schwach. Beide haben zwei Pokémon dabei. Okay. Ich hoffe nur, dass Pudox es überleben wird, aber ich schätze mal schon. Weil so heftige Steinattacken dürften die noch nicht drauf haben. Also die kleinen Steinkugelsaat. Und du setzt Konfusion ein gegen die gleichen. Auch wenn der wahrscheinlich dann gleich kaputt ist, aber das ist mir gerade so ziemlich egal. Okay, das erste Kleinstein ist weg. Sehr schön. Schon mal ein potenzieller Töter, Mörder von Nilchen ist weg. Nilchen werde ich vermutlich auch umbenennen. So, schauen wir mal. Da kommt gleich das nächste Kleinstein. Was ich aber komisch finde, eigentlich mitten in. In der Runde wird ein Pokémon ersetzt. Das finde ich eigentlich ein bisschen doof. Das finde ich in den neuen, neueren Editionen auch besser. Und ja. Kugelsaat. Und du darfst nochmal Konfusion einsetzen. Die können, glaube ich, erst noch tackle. Weil Gesteinsattacken können die, glaube ich, noch nicht so wirklich. Aber ist ja auch irgendwie egal, ne? Gut. Kleinstein ist weg. So, Nilchen setzt Konfusion ein. Oh, ja. Nilchen ist auch ganz gut dabei, finde ich. Gut, Verteidigung. Ich kann gar nicht mehr sprechen heute. Ist ja grauenhaft. Ha, ja. Mimo setzt Kugelsaal ein. Sehr schön. Das ist sehr effektiv. Tja, tja, tja. Siehst du mal? Gut, gut, gut. Sehr schön, Mimo erreicht Level 13. Perfekt. Wäre cool, wenn Nilchen auch noch ein Level abbekommt. So, dann schauen wir mal. Nilchen setzt Konfusion ein. Und wir dürfen nochmal Kugelsaat einsetzen, was jetzt das Kleinstein auch vermutlich besiegen wird. Schauen wir mal. Und jo. Wunderbar, wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Aber Nilchen hat kein Level abbekommen. Schade.
Oh, du hast wirklich Talent. Tablett, wollte ich sagen. Oh, Mann. Seele, ja, das sieht man mal wieder. Moment, ich muss mal meinen Arm anders hin. Kann jetzt vermutlich ein bisschen am Mikro hören. Ich muss mal die Tastatur ein bisschen hier rüber bewegen. So. Upsala. Das wollte ich natürlich nicht tun. So. Jetzt. Perfekt. Naja, fast perfekt. Aber egal. Wir können uns gleich an die Arenaleiterin wagen. Ja, ich weiß, wer du bist. Also, hör auf mit dem Gelaber und lass uns kämpfen. Los. Sehr schön. Sie hört auf mein Wort. Haha. Gut. Felicia. Ich finde ja eigentlich, Felicia sah immer ganz cool aus mit ihrer Strumpfhose da. Ich dachte am Anfang, sie hätte rote Beine, aber das ist ja eine Strumpfhose. Also, sieht eigentlich ganz nett aus. Ich bin nicht so der Typ für Kleider und Strumpfhosen. Ich trage lieber ganz bequeme Hosen und bequeme T-Shirts. Ist so eher mein Fall. So, erstes Kleinstein ist weg. Wunderbar. Es läuft ja wie am Schnürchen. Zweimal getroffen. Ja, passt doch. Kleinstein wurde besiegt. Und 220 Erfahrungspunkte. Da ist auf jeden Fall beim nächsten Kleinstein ein Level-Up drin. Das läuft doch wie am Schnürchen. Und zwar mit Kugelsaat können wir gleich mal wieder attackieren. Dann müsste dieses Kleinstein auch gleich besiegt sein. Schauen wir mal. Kamimo, streng dich ein bisschen an. Und? Kleinstein wurde besiegt. Und? Ja, Level Up. Level 14. Ich vermute sogar, dass Mimo nach diesem Arena-Kampf dann schon Level 15 ist. Das wäre natürlich optimal. Nasknet. Guten Tag, liebes Nasknet. Wie geht es dir heute? Bock auf eine Runde Kugelsaat? Oh, naja, macht jetzt nicht so viel aus, aber das wissen wir beim Nasknet ja mittlerweile schon. Dass Nasknet ein härterer Brocken als Kleinstein ist, zumal Kleinstein ja einen doppelten Schaden von Pflanze davon trägt. Das nämlich noch Bodentyp ist, nicht nur Gestein, sondern auch Boden. Und Nasknet ist ein reiner Gesteinstyp. Da macht es natürlich wesentlich weniger aus. Ja, Mimo kann nicht fliehen und das Nasknet frisst schöne Beeren, ne? Eine Sindelbeere zum Glück nur. Aber trotzdem hauen wir nochmal Kugelsaat rein. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und? Und? Ach, komm, noch eins. Ja! Los, hau's weg! Perfekt, wunderbar. Das lief ja wie am Schnürchen. 3 Minuten, sehr schön. Nicht einmal, ich glaube nur 2 Minuten oder so. Auf jeden Fall lief es echt gut und das ohne Tode. Bisher läuft es ja echt perfekt. Und wir erreichen Level 15. Wunderbar. So, ich habe verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arenaleiter besiegt haben, dieses erhalten. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Liga Steinordner. Wir haben einen Orden. Mal wieder. Yay, wir haben den Steinorden bekommen. Sehr schön. Gut. Ja. Dies möchte ich dir auch noch geben. Felsgab. Das werden wir gleich, nachdem wir beim Pokémon Center waren, einem Pokémon beibringen. Ich weiß noch nicht, welchem. Das schauen wir dann mal. Ja. Initiative, bla 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 bla. Ich weiß es, liebe Dame, danke. So, dann schleichen wir uns mal raus im Schneckentempo. So, raus mit uns. Guten Tag. Na, junger Mann, schau mal, ich habe einen Orden. Hey, das ist der Orden der Arena von Mytheros City. Von allen Arena-Orden ist der von Mytheros City der coolste, sage ich dir. Tja, und wir haben ihn. Hallo, Team Aqua. Und hallo Kerlchen, der gleich wieder erfährt, dass ich von Team Aqua bin oder so. War ein Insider unter den Kommentaren von Blütenburgwald. Müsst ihr euch durchlesen. Von Angry Gaming Chris und mir. Ich werde vermutlich dann noch einen Comic zuzeichnen. Das wird sicher ganz lustig. Tja. So, und da sind wir am Pokémon Center. Und ich wage es mal ganz kurz, einen kleinen Schluck zu trinken, denn mein Hals ist gerade ziemlich trocken. Und meine Zunge auch. Und das Reden fällt mir gerade extrem schwer. So. Ging ja ganz schnell, ne? Keine Unterbrechung. Tja. Habe auch nur einen Schluck getrunken.
werde ich vermutlich jetzt in diesem Part ein bisschen öfters machen, da mein Hals ein bisschen trocken ist. Also nehmt es mir bitte nicht übel. So, da oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Da gibt es ja ein Item. So viel ich das, so gut ich das in Erinnerung habe. Ja, hier. Und Zaubertrank, den werden wir dann verkaufen. Und ich werde mir Schutz holen, wenn ich das möchte, liebe Cheyenne. Oder wer was? Nee, Panda-Bärchen. Tut mir leid, Cheyenne. Nichts gegen dich, ne? Ich werde mir Schutz holen, wenn ich das möchte. Und ich werde mich aufregen über wilde Pokémon, wenn ich das möchte. Wenn es euch stört, dann müsst ihr nicht zugucken. Ich werde es trotzdem machen. So, Hallöchen, ne? Oh, ja, ich bin's. Sehr schön. Ja, ja, ja. Dann hast du ein rieses... Okay, Richtung Tunnel. Sehr schön. Tschüss. So. Guten Tag, liebe Sorgen. Oh, ein Pokémon, ein Pokémon, ein Pokémon. Ein Pfiffchen haben wir schon. Dann werden wir es mal platt machen. Ich habe Mimo noch nicht ausgetauscht, deswegen werden wir jetzt einfach nur fliehen. Und Flucht. Ein Pfiffchen haben wir ja bereits, deswegen müssen wir das nicht fangen. So, schauen wir mal erstmal. Oh, und Zacher hat wieder was gefunden. Zacher werde ich übrigens auch erstmal trainieren, weil Zacher kann ganz gut sein eigentlich. Item nehmen. Superball, sehr schön. So, wem bringen wir nun Felsgrab bei? Wer möchte es erlernen von euch, Schnuckis? Nur Mimo? Okay, dann erlernt es Mimo. Wenn ihr es nicht wollt. Gut. Wir lassen dafür Pfund verlernen. 1, 2 und schwupp. Und Mimo kann nun Felsgrab. Sehr schön. Und damit ist es schon mal gegen Flug-Pokémon ein wenig gerüstet. Was finden wir denn hier? Schutz. Perfekt. Können wir ja einsetzen, wenn wir genug von den wilden Pokémon haben. Aber bisher ist der Trainingseffekt mir noch wichtiger. Erst wenn wir ein Level von... Levelunterschied von 10 oder mehr haben, werde ich Schutz einsetzen. Vorher nicht. So, und lasst uns den Kampf beginnen und mich nochmal einen Schluck trinken. Ja. So, Entschuldigung. Ja. Muss einfach zwischendurch sein. Ein Wampel. Oh, und unser Nähchen kämpft dagegen. Was für ein Zufall. Ah, ich setze das Tackle ein. Ist wahrscheinlich erstmal humaner. Aber Nähchen steht auch kurz vorm Level Up. Das ist sehr gut. Ja. Und. Komm. Ein bisschen mehr Power. Komm. Ein bisschen Konfusion dürfte doch nicht schaden, oder? Und? Ja, das passt. Wir können es ja nochmal einsetzen. Ist auf jeden Fall besser als Giftstachel. Und ein bisschen besser als Tackle, aber nur ein bisschen. Oh, perfekt. Besiegt. Sehr schön. Und 91 Erfahrungspunkte und wir erreichen Level 11. Das habe ich zu schnell weggeklickt. Naja. Ich habe gerade noch gedacht, du klickst nicht weg, du willst es vorlesen. Und dann klicke ich es weg. Ah, typisch. Typisch Seelenqual. Konfusion, los! Macht es ein Kaderblatt. Kratzer. Ich schaue übrigens, was ich ins Team packe. Kommt ja auch drauf an, was ich fange. Also vermutlich eine klare Grundstruktur natürlich. Wasser-Pokémon, Feuer-Pokémon und Pflanze natürlich. Muss drin sein, finde ich. Ich schaue einfach mal. Ich lasse mich da überraschen. Und ihr denke ich, werdet euch auch überraschen lassen. Konfusion. Sollten übrigens noch andere Leute Wünsche haben, hier ein Pokémon zu haben, das nach ihnen benannt wurde, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Es sind ja mittlerweile noch ein paar mehr Leute, die da hier zugucken. Ja, ja, die entwickeln sich recht schnell. Sehr schön. Jetzt holen wir uns den Verband-Typi da oben noch. Aha, das war nur das mit der Entwicklung. Kann man da nicht einfach weglaufen? Schade. Manchmal kann man es bei manchen Editionen, kann man, während man die Schilder liest, einfach weglaufen. Mal schauen. Oh nein, ich muss jetzt ernsthaft eine Abra fangen. Ich meine, Abra ist cool und so, aber ey, wisst ihr, wie scheiße das zu fangen ist? Und wie selten und alles? Oh Gott. Manchmal hasse ich diese Challenge.
Ich hoffe, ich schaff's gleich. Das wäre natürlich episch. Und dann würde ich vor Freude schreien. Und dann würde ich das aber auch im Team behalten, ganz ehrlich. Fuck. Und jetzt flieht's natürlich. Und jetzt muss ich einen Abra fangen. Oh Gott. Wisst ihr, wie scheiße das jetzt wird? Meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Ja, ja. Ja, ja. Laber du nur. Gleich wirst du heulen und zu Mami rennen. Wenn ich mit dir fertig bin. Tja. Das hast du nicht anders gewollt, ne? Ja, hast du Pech gehabt. Jetzt kriegst du keine Gnade mehr, mein Lieber. Los, Nädchen. Komm, das schaffst du ganz locker. Ein bisschen Konfusion und das Maholo dürfte gleich weg sein. Na, okay, gleich. In einer Runde. Und Fußkick dürfte eigentlich nicht so viel ausmachen. Ha! Oh Gott, ein Volltreffer und das hat nur 3 ausgemacht. Das ist irgendwie traurig. Tja. Das ist, wegen des Schicksals. So. Gut, Maholo ist weg. 169 Erfahrungspunkte. Ich meine, ein Abra im Team haben ist echt cool, aber ich habe hier keine Möglichkeit, das entwickeln zu lassen. Werde mir arg böse, wenn ich hier die Regeln einmal brechen würde, weil das Pokémon ist übelst selten. Das ist übel. Naja, trainieren wir noch ein bisschen und dann kann ich mir noch bis zum nächsten Part überlegen, ob ich das so machen möchte oder nicht. Und vielleicht... Nee, eure Antwort kann ich eigentlich nicht abwarten, weil... ich weiß nicht, ob ich nächste Woche wirklich die Zeit oder den Kopf dafür habe, um den Part wirklich noch aufzunehmen, dann der darauf folgt. Das ist halt immer das Problem. Deswegen nehme ich meistens auch im Vorrat auf. Weil eben, ja, Schule ist zwar für mich jetzt eigentlich schon quasi gelaufen. Wird im Infopart mehr kommen dazu. Aber trotzdem, ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange jetzt die Schule für mich noch geht. Kann auch sein, dass sie sagen, ich soll gleich gehen. Was eigentlich vermutlich am klügsten wäre. Aber naja. Ich lerne in der Schule und Heimweg und bla. Und bla. Schulkind Kerstin. Mit einem Knilz. Das ist der letzte Kampf für den Part, wenn der... Also, ja, eigentlich schon. Giftstachel los. Mal sehen, wie viel das ausmacht. Ja, geht. Warum haben wir eigentlich kein Level Up? Aber gut, Stachelspur hat mich getroffen. Da können wir gleich mal Konfusion noch ausprobieren. Wie es hier wirkt. Ja, okay. Ich denke, Giftstachel ist doch ein bisschen besser. Weil da ist ja immer noch die Chance, dass es dann vergiftet ist. Oder gleich besiegt. Sehr schön. Und endlich auf Level 12. Perfekt. Und wir haben es besiegt. Ich bin geschockt. Ich habe verloren. Ich meine, eigentlich wäre es scheiße, wenn ich mich nicht an meine eigenen Regeln hier halten würde. Und Flummel. Ja, nee, ich halte mich an meine Regeln und werde einen Abra fangen, wenn ich sehe. Ja. Obwohl ich eigentlich voll auf ein Eneko gehofft habe. Gibt es überhaupt Eneko in der... Hier in der Smaragd? Ich glaube schon. Aber Eneko... Naja, egal. Ist Nuzlocke-Challenge. Und dann muss ich machen, was hier... Und da ist ein Abra. Gut, wieder in Level 7. Männliches Abra. So, schauen wir mal. Ich habe leider ja noch kein Pokémon mit Horrorblick oder sowas. Deswegen müssen wir auf solche Methoden einfach zurückgreifen. Und abwarten. Abwarten und Tee trinken. Und hoffen. Yes, wir haben ein Abra. Sehr schön. Das werde ich natürlich auch im Team behalten und ein wenig trainieren. Im nächsten Speedtraining. Gut, oder auch schon so. Wie nenne ich es? Halt, ich wollte Select drücken. Samsa nenne ich es. Ich finde nach Samsas Traum eine tolle Band, wie ich finde. Auch wenn ich nur nicht so viele Lieder gehört habe, aber was ich bisher gehört habe, hat mich überzeugt. So, aber an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.